Der kommende Gegner ist der SC Freiburg. Bisher noch nicht gewonnen in dieser Saison, schon jede Menge Gegentore kassiert. Was sagt das über die Stärke oder die Schwäche der Freiburger aus? Ja, also uns muss klar sein, auch wenn die Saison bis jetzt in der Bundesliga nicht so gut für die gelaufen ist, dass es halt eine Top-Mannschaft ist. Und gerade das letzte Spiel habe ich mir angeguckt, da waren die erste Halbzeit nicht so gut gewesen. Aber zweite Halbzeit hat gezeigt, dass es halt eine Mannschaft ist, die halt bis zum Schluss kämpft und die ihre Situation ganz gut einschätzen kann und natürlich jetzt auch Punkte braucht. Was sind so die Stärken bis auf diesen bedingungslosen Kampf bis zum Ende? Ja, ich denke, die haben einen ganz guten Trainer, der die halt ganz gut einstellen kann. Und auch so von der Mentalität ist halt eine Mannschaft wirklich, die halt bis zum Schluss kämpft und uns alles abverlangen wird. Wo sehen Sie Schwächen? Schwächen, also schwer zu sagen. Also klar, die haben jetzt die letzten Spiele nicht wirklich gewonnen und klar kommt jetzt nicht hier mit der breitesten Brust und da müssen wir halt von Anfang an versuchen, dominant aufzutreten und zu zeigen, dass wir hier auf jeden Fall hier zu Hause spielen und dass wir die drei Punkte haben wollen. Wie haben Sie jetzt die Länderspielpause genutzt für sich als Mannschaft? Ja, ich war ja zuletzt noch angeschlagen gewesen und ich habe jetzt nicht wirklich Pause gemacht, sondern ich habe die Zeit genutzt, um halt ein bisschen halt wieder fit zu werden und ein bisschen hier behandeln zu lassen.